Hallo, meine Frugalen-Freunde und Freunde. Heute wollte ich euch meine Spaghetti-Soße zeigen, die ich hier regelmäßig mache. Die ist vegetarisch, bzw. sogar vegan, wenn man den Parmesan-Käse weglässt. Ich schwitze etwas vegetarisches Hackfleisch erst einmal an. Das brate ich ganz krummelig mit etwas Pflanzenöl. Da habe ich diesmal das vegetarische Erbsenhackfleisch aus dem Pennymarkt genommen. Das kostet aktuell 2,20 €. Da reicht tatsächlich eine Packung für 2 Tage bei uns. Ist irrsinnig ergiebig, finde ich. Wundert mich total. So, wenn das krümelig angebraten ist, würze ich das, bis vor würze ich das schon mit Salz und Pfeffer und Kreuzkümmel. Kreuzkümmel machen wir an alle Fleisch- bzw. vegetarischen Fleischgerichte dran. Das gibt ein wirklich angenehmes Aroma, deftiges Aroma. Kann ich euch wirklich nur empfehlen. Kauft es im türkischen Supermarkt, da kostet das. Ich glaube, 2 €, 3 € und so eine richtig große Dose. Kann ich wirklich nur empfehlen, das rundet so ein Gericht, auch Chili con Carne, geschmacklich richtig gut ab. Gut, also wenn ich das Hackfleisch angebraten habe, schwitze ich dann auch noch die Zwiebeln mit an. Das sind jetzt rot, ein, ist jetzt eine rote Zwiebel mit bei und eine Knoblauchzehe. Manchmal nehme ich auch 2 Knoblauchzehen, je nachdem wie groß die sind. Das wird dann alles nochmal kurz angebraten. Dann gebe ich 2 Packungen passierte Tomaten dazu und etwas Kräuter de Provence und 2 Lorbeerblätter. Das koche ich dann einmal auf und gebe noch 2 in Stücke geschnittene Paprika mit rein. Die hatte ich ja, beziehungsweise das ganze Gemüse hatte ich ja tatsächlich aus den Rettertüten der letzten Woche. Das musste jetzt dringend mal weg. Und so gibt es dann bei uns die vegetarische Spaghetti Bolognese Variante. Es ist nicht vegan, weil wir nachher Parmesankäse mit drüber streuen. Ihr könnt auch veganen Parmesankäse nehmen, dann nehmt ihr am besten Hefeflocken. Die schmecken auch sehr gut. Wir nehmen aber aktuell tatsächlich noch Parmesan. Das wird für 2 Tage bei uns reichen, aber da ich nicht gerne zweimal das gleiche esse, werden wir heute Vollkornspaghetti dazu essen und morgen werde ich das Ganze als Auflauf nochmal zubereiten. Da werde ich Nudeln vorkochen, die Soße unterrühren und Käse drüber streuen, dann kommt das kurz in den Backofen und wir haben noch mal eine komplette Mahlzeit und dann mache ich einen Salat dazu. Wahlweise mache ich vielleicht eine Lasagne daraus, da bin ich mir noch nicht ganz sicher, aber ich denke, es wird dann doch eher der Nudelauflauf werden. So könnt ihr sehen, das kostet fast nichts, 2 mal 85 Cent die passierten Tomaten, 2,20 € das Hackfleisch, die Zwiebel, sagen wir mal 10 Cent, 5 Cent in der Knoblauch. Gewürze 10 Cent und ihr habt eine Mahlzeit für 2 Tage. Nudeln natürlich noch separat gerechnet und den Käse auch. So, dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Ich streame neuerdings übrigens bei Twitch. Ihr könnt mir gerne zuschauen. Ich streame jeden Tag ab 10 Uhr, denke ich, unter dem Namen 72 Cats, also 72 Cats. Wenn ihr Lust habt, schaut mal vorbei. Da könntet ihr auch ein bisschen mit mir quatschen. Ich streame aktuell Disney Valley, Dream Valley oder andere Spiele recht ruhig, entspannt. Gut, abonniert den Kanal, wenn ihr mehr Videos sehen möchtet und nicht verpassen möchtet. Drückt die Glocke, um kein Video zu verpassen. Lasst gerne einen netten Kommentar da. Und ansonsten sehen wir uns dann bei Twitch in meinem Kanal. Bis dann!